Willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. Ja, in der letzten ersten Folge haben wir einiges an Wissenschaftspunkte erreichen können, erforschen können, auch ein paar neue Technologien und wir gehen direkt mal in die Raketenbauanlage und schauen uns da um, was es so Neues gibt. Machen wir gleich, aber vorher lade ich mal die Apophis 2. Der untere Antriebsanteil, da kommt alles weg. Das Ding können wir so wie es ist mitnehmen. Haben wir denn neue Sachen zum Erforschen? Nö. Das ist soweit alles beim Alten. So. Ah, hier die aerodynamischen Nasen haben wir bekommen. Auch die neuen Wings haben wir gekriegt. Müssen wir mal sehen, ob wir die gebrauchen können. Als erstes bauen wir hier drunter, da haben wir schon die Kappler dran. Da bauen wir uns erstmal zwei Fuel Tanks. Oder drei? Ich weiß es nicht. Ob das dann zu instabil wird. Ja, die haben wir noch nicht. Wir haben auch zwei neue, oder ein neues Triebwerk bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was das neuere war. Weil das ist das LVT-30, das ist das LVT-45, theoretisch ja das, aber das hat ein bisschen weniger Schub als das andere. Beziehungsweise, oder hat das einfach eine höhere Spannweite von bis Schub? Ne, eigentlich nicht, oder? Warte mal. Na, das ist ja schon ein Ticken größer. Nehmen wir das kleinere mit. Und daran halt wieder ein Dekappler. Die können gleich zusammen. Und dann. Tja, wir haben auch die großen Dinger. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt mache. Ich gehe mal davon aus, heute geht direkt irgendwas schief. Wir haben auch die Radialdekappler. Ich würde es erstmal mit 2 probieren. Also ich möchte es jetzt noch nicht zwingend übertreiben mit unserem Antrieb, sondern erstmal rumprobieren. Packen wir mal zwei so eine aerodynamischen Nasen oben drauf. Flupp. So, warte mal, dann zünden die. Tja, und die dritte auch gleich oder erst später, wenn die beiden abgeworfen sind vielleicht? Ha. Scheiße, wir probieren es mal so. Ich habe echt keinen Plan. Oder? Wir probieren das mal. Wenn was schief geht, stehen wir dann schnellstmöglich wieder auf der Startrampe oder wieder am Hangar und friemeln nochmal dran rum. So sieht ja so erstmal, sieht das ja schon mal ganz gut aus. Ich weiß nur noch nicht, ob das hier oben schon zu instabil ist. Ich glaube aber diese Strukturconnectors, die hatte ich noch gar nicht. Naja, ich würde sagen Liftoff in 3, 2, 1, go! Naja, noch ist okay. Das ist immer erstmal noch okay, aber irgendwann denkt sich dann die Rakete bei so ein paar hundert Meter, ach komm, ich raste jetzt aus und fliege einfach wieder zurück. Oder drehe einen Kreis. Oder mehrere. Ja, noch geht's. Leichte Abweichung Richtung Westen oder so. Es geht, es ist okay. Tanks sind noch voll, leichte Überhitzung wahrscheinlich gleich. So, die sprengen wir weg. Zack. Ja, und jetzt dreht sie sich. So eine Scheiße. Ich hab's gewusst. Oder? Ach nee. Oh. Geht wieder zurück. Ha. Geht noch mehr bergauf. Ja, von mir aus kann die sich schon mal 90 Grad nach rechts bewegen. Nicht 90, 45.
ist gar nicht so doof. Ich nehme schon mal den Schub runter, weil wir gleich die anderen. Oh, jetzt wird es hier oben re relativ warm. Ach, Gott sei Dank. So, dann trenne ich das schon mal. Zünde hier aber erstmal noch nichts. Geil, wir würden schon mal 129 Kilometer Höhe kommen. Das heißt, ich warte jetzt einfach mal mit der Rakete. Ich drehe die schon mal so ein bisschen 90 Grad hier nach Osten. So, und dann mache ich mal ein bisschen Zeitbeschleunigung, bis wir hier oben bei ungefähr 90 oder 95 Kilometer ankommen. Und der Planet wird immer kleiner. Okay. Das klappt ja doch ganz gut eigentlich. Und jetzt würde ich am liebsten nochmal Schub geben. Vielleicht. Ach ne, einen Orbit kriegen wir nie im Leben hin. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber annähernd, vielleicht so einen halben Orbit. Ja, so ein bisschen eine Schräglage, so eine leichte Neigung haben wir drin, wenn wir uns mal hier im Hintergrund die Umlaufbahn vom ersten Mond begutachten. Das ist ganz gut, ne? Wir steigen dadurch noch ein kleines bisschen. Geschwindigkeit gewinnen wir auch. Auch das klappt aber gut. Da landen wir schön auf der Nachtseite. Ich will es halt nicht übertreiben, nicht gleich den ganzen Schub nehmen. Nicht, dass es nachher doch mit dem Orbit klappt. Dann komme ich nicht mehr zurück, weil ich keinen Treibstoff mehr dabei habe. Nö, wir fliegen jetzt einfach mal so weit. Oder warte mal. Gehen einfach mal noch ein bisschen in die Höhe, das können wir uns leisten. Gebe jetzt nochmal Vollschub nach oben, die letzten paar Sekunden. Dass wir einfach eine höhere Apoapsis noch kriegen. 250 Kilometer ungefähr. Schön. Dann trenne ich mal das Modul ab. Zack, brauchen wir nicht mehr. Oh, schönes Gefühl. Klappt gut. Ich bin zufrieden. Muss halt nur dann wieder Eintritt wieder klappen. So, wir analysieren hier mal GU auf 150 Kilometer. 12 Science-Punkte. Nehmen wir mit. Materialcontainer 30 Science-Punkte. Oh. Statusbericht 6. Wir warten mal noch auf die 250 Kilometer und dann hole ich den Kleinen noch mal raus. Ach, schön, oder? Gefällt mir immer noch unglaublich gut. Oh. Wenn ich das irgendwann ein bisschen besser noch hinkriege, können wir auch gezielt auf dem Planeten irgendwo landen, müssen wir so oder so später machen, um die Rover zu testen und so weiter. Da freue ich mich am meisten schon wieder drauf, auf Rover zusammenbauen. Oh Mann. Das war meine Aktion, das kann ich euch sagen. So, ich hole den jetzt mal raus. Ja, nochmal 10 Science-Punkte. Und zack, wieder an Bord. Kann ich hier oben nochmal einen GU-Container nehmen? Wenn nicht, dann nehme ich den für die Oberfläche. Eventuell, ja, nochmal 12. Okay, nehmen wir auch mit. Das Material im GU scheint sich in eine Kugel geformt zu haben. Auch scheint es spröde zu werden. Ich versuche das jetzt immer mal vorzulesen. Ich muss da unbedingt dran denken. Was sagt denn der hier? Schwerelosigkeit hat das Wachstum der Kristalle stark beeinflusst. Lose Gegenstände fliegen ebenfalls sehr chaotisch in dem Behälter herum, aber sehr faszinierend. So, was ist denn der Statusbericht? Eventuell solltest du aussteigen und schieben. Nein. Lalala, das haben wir. Okay. Ja. Okay. Und dann hoffe ich mal, dass wir den Wiedereintritt schaffen. Ich beschleunige jetzt einfach mal die Zeit, dass wir hier heute noch auf die Oberfläche kommen. Wenn wir im Wasser landen, oder ist eigentlich egal, wo wir landen, kann ich auch nochmal eine Oberflächenprobe nehmen. War schön, oder? Wenn wir so vorbeifliegen, der Planet dreht sich so oder so noch einen Ticken nach links. Oder jetzt nach oben.
Herrlich. Okay, es geht wieder bergab. 190 Kilometer Höhe. So, wie war das bei 40 oder 30.000? Kommt denn der Eintritt? Okay. Jetzt ist es ganz schön dunkel. Ich sehe selber kaum was. Okay, ich drehe uns mal in die Richtung. Da haben wir wenigstens hier die Milchstraße, das Milchstraßenband oder welche Galaxie auch immer das ist. Ist ja nicht unser Sonnensystem. Jetzt treten wir ein und hoffen wir mal, dass die Instrumente das hier mitmachen und mir nichts kaputt geht dadurch. Wir haben da so ein Hitzeschild drunter. Uiuiuiui. Scheiße. Oh, das Ding platzt gleich. Scheiße. Nein. Komm schon. Ah! Oh. Es ist nicht alles kaputt gegangen. Oh je. Die Goo-Container sind im Arsch. Die Fallschirme auch? Die Fallschirme haben es überlebt? Okay, wenn die Goo-Container dabei nur kaputt gehen, ist es nicht so schlimm. Ich weiß halt auch nicht, ob das mit diesem Hitzeschild so richtig ist, aber ich dachte mir, okay, wenn wir eh so rum eintreten mit dem Hintern zuerst, dann wird das schon irgendwie passen. Hol ich mal den Fallschirm raus. Puh, naja gut. Schade, die Goo-Container haben wir verloren. Aber das, was wir mitnehmen, ist auch schon mal beachtlich. Welche Geschwindigkeit bremst es uns ab? Wenn wir unter 10 kommen, dann reicht das dicke aus. Ja, ach Gott, unter 6 sogar. Wunderbar. Da beschleunige ich nochmal ein kleines bisschen. Und dann können wir hier aus dem Wasser auch nochmal eine Probe mitnehmen, denn der kann auch schwimmen, der Kleine. So, 20 Meter noch. Und dann sind wir gelandet. Nicht alle Daten konnten wir mitnehmen. Schade, schade, schade. Zack, komm mal raus. Komma 4 nehmen wir nochmal mit. Kann ich gleich wieder reinklettern? Oh, das ist super. Da kann ich direkt alles mitnehmen bei Gefährt bergen. Schön. Naja, immerhin. Dürfte trotzdem einiges an Science-Punkte geben. 104 haben wir. Plus 69. Jawohl, der ist auch wieder heile mit angekommen. Oh, geil. Schön, da können wir uns nochmal zwei Sachen leisten für jeweils 45. Und ich würde. Moment, wo war denn das? Hier oben. Die Sachen mit erlernen. Einfach zur Stabilität der Rakete, gerade die Dinger hier, die Strukturkonnektoren, die auf jeden Fall, ja, entweder nochmal, ach so, die Landestützen hat es uns ja auch abgerissen beim Wiedereintritt gerade. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege bei so einem Wiedereintritt, dass die Teile das überleben. Was gibt es denn hier später? Das könnten wir vielleicht auch machen, Batteriepacks, Thermometer. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Tja, würde ich sagen, wieder zurück ans Reißbrett. So war das ja eigentlich schon mal okay. Eventuell. Da nochmal ein Treibstofftank mehr. Ja, die Hitzeschilde kann ich halt nur oben und unten irgendwie anbauen. Aber wir hatten doch gerade. Ah ja, genau, das Thermometer können wir mal mit anbauen. Das hier ist so eine Antenne. Ich zeig die mal eben. Brauchen wir jetzt hier nicht.
Aber für einen Rover oder so später ist das vielleicht eine ganz geile Sache. So fährt die aus. So, wo waren jetzt die anderen Teile? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die Teile da irgendwie dran bauen soll, damit das funktioniert. Das sind große. Geht das? Darf ich das, ja? Ich glaube nicht, dass das gut geht. Ich glaube, das ist so nicht gedacht. Ich weiß echt nicht, wie ich es sonst bauen soll, ne? Weil ich immer noch so drin bin, wie ich das halt damals so gemacht habe. Ich würde ja gerne die Landestützen schützen. Wir treten ja andersrum ein. Ich habe echt keinen Plan. Ich glaube, ich muss mir nach der Folge erstmal so ein paar Raketen angucken, wie das andere machen. Aber wir probieren das jetzt nochmal mit den Teilen hier. Da können wir die ein bisschen Stabilität bringen. Oder? Warte mal. Müsste doch reichen, ne? Eigentlich. Oh je. Ja, pass mal auf, wir probieren das jetzt nochmal. Versuchen vielleicht mal in den Norden des Planeten zu fliegen oder in den Süden. Wobei eher in den Norden, also ein bisschen mehr Landfläche. Bin mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert. Liftoff in. Haut das hier alles hin? Ja. 3, 2, 1, go. Die Dinger wackeln zumindest schon mal nicht so rum wie vorher. Da sind die hier oben immer so zusammengestoßen. Okay, leichte Schräglage. Ich tariere die erstmal wieder aus, bevor ich die anderen beiden Dinger da absprenge. So. Nochmal nach oben. Huch, ist was explodiert unter uns? Nö. Okay, leichte Südschräglage. Nee, komm, wenn dann in die andere Richtung. Ich muss ja nicht so hoch, ne? Also ich kann ja auch einen flachen Orbit von 80 Kilometer oder so fliegen. Damit wir halt nicht so dolle Hitzeprobleme kriegen. Komm, wir fliegen mal nach Norden. Ich wollte gar nicht mit so viel Schub loslegen. So. Das Ding geht nach oben. 114 Kilometer. Eigentlich nicht so viel. Deswegen direkt ein bisschen Richtung Erdboden, damit das geringer wird. Fliegen wir mal da hinten irgendwo hin. Und landen da nochmal.
Gib mal ein bisschen mehr Schub. Ich fliege mit Absicht da so ein bisschen rechts nach oben, weil sich ja wie gesagt der Planet noch ein bisschen dreht. Da landen wir vielleicht hier, wenn wir Glück haben. Ich möchte gar nicht mehr Schub geben. Ich würde es dabei einfach mal belassen. Hier nehmen wir nochmal eine neue Probe. Okay. 12, wunderbar. So, jetzt dürften wir nicht solche Hitzeprobleme bekommen. Ach genau, wir haben ja das Thermometer mit dabei. Schön. Okay, wir treten gleich wieder in die Atmosphäre ein. Ich hätte, oh Scheiße. Ich hätte Gegenschub geben sollen, damit wir nicht so schnell runterkommen. Wir hatten ja noch Treibstoff dabei. Ach, oh, irgendwas ist draufgegangen. Scheiße. Komm schon, das muss doch gleich aufhören. Komm schon, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Nein, irgendwas explodiert noch. Verdammt. Landestützen. Ne, geht wieder zurück. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Hohohoho. Also das muss ich lernen, wie wir das hinkriegen. Das funktioniert mal so gar nicht. Oha, jetzt mit die Gu-Container wieder zu hauen. Nö. Hehe. Schön. Immerhin. So, dann holen wir mal den ersten Fallschirm raus. Komm schon, öffne dich. Ja, okay. Und jetzt die Landestützen. Man muss manchmal zweimal G drücken, damit da was passiert für Gear oder Landing Gear oder Gears. So, wo ist denn der Schatten? Da müsste er. Da hinten. Da ist der Schatten. Oder hinten sind sogar Bäume. Wir können ja halt auch auf dem ganzen Planeten rumrennen, wenn wir das wollen. Ich hole mal Spaß die anderen beiden noch raus. Auf 4 Meter pro Sekunde verlangsamt. Das ist schön, das ist eine sanfte Landung. Ja, wunderbar. Dann hier nochmal den Materialbehälter. Das Material zeigt ein kleines Anzeichen einer Veränderung, obwohl bei einer Probe gar nichts passiert. Okay, Gu-Container von hier oben noch. Du untersuchst den Gu. Naja, immerhin. So, hier ein Statusbericht und dann holen wir den Kleinen wieder raus. Hoch mit dir. Ah, wunderbar. Okay. Gut, holen wir das alles wieder zurück. Hat auch wieder semi-gut geklappt, das mit der Hitze. Ha. Da gibt es bestimmt irgendeinen Kniff, der jetzt nicht so das Schwerste ist am Spiel. Aber ich raff's einfach nicht. Kann ich zugeben. Ich krieg das derzeit noch nicht so gebacken. Ich schaue mir gleich mal was an nach der Folge.
So, na immerhin 66 Science-Punkte haben wir nochmal gerettet. Und wir brauchen halt wirklich noch nicht weiter raus aus der Umlaufbahn oder so. Weil ich halt, wie gesagt, beim Wiedereintritt sieht es ganz dünn aus. Was ist denn das hier eigentlich? Kleinere Steuerschubdüsen oder was? Sieht so aus. Naja, okay, das war's erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.